Selten waren die Aktienprognosen der Investoren so zwiespältig wie im derzeitigen Investmentbarometer der Citigroup. Zwischen Mitte und Ende März, also im größten Krisenzeitraum, hat die Citigroup wieder mehr als 600 Investoren befragt mit sehr überraschenden Ergebnissen, die ich jetzt mit Dirk Hess von der Citigroup zusammenfasse. Herr Hess, wenn wir jetzt erstmal auf die Gesamtstimmung schauen, dann können wir feststellen, die ist nicht mehr so schlecht wie im Vorquartal, aber auch nicht wirklich gut. Ist aber auch jetzt, wo alle im Krisenmodus sind, kein Wunder, oder? Das ist vollkommen richtig. Und vielleicht muss man auch dann sagen, dass diese etwas verbesserte, aggregierte Stimmung, die ja aus dem Sentiment bei Aktien, Öl, Gold und Zinsen besteht, hauptsächlich deswegen besser geworden ist, weil auf der Zinsseite sich da wieder ein bisschen Optimismus breit macht. Da kommen wir ja ganz sicher noch dazu, warum das so ist. Denn andererseits, die wesentlich anderen Stimmungsbarometern haben sich nur teilweise bewegt. Manche sind auch negativ geworden oder schlechter als im Vorquartal, wie zum Beispiel Gold. Wenn wir jetzt mal schauen, der DAX hatte den schwächsten März seiner Geschichte, so heißt es. Der Dow Jones das schlechteste erste Quartal seit 1987, der S&P 500 das schwächste Quartal, seit es den S&P 500 überhaupt gibt. Corona schlug ordentlich auf die Stimmung bei den Aktionären und auf die Erwartungen durch. Das ist ja auch kein Wunder für die Aktienlage in Deutschland und Europa, die Sie im Barometer abfragen. Aber dennoch ist eine Dreiteilung der Anlegerstimmung zu sehen. Was für ein Zwiespalt. Gab es das schon mal? Woher kommt der? Ja, man könnte ja fast sagen, es ist ein Trispalt. Auch ganz interessant, ja. Nur 31% glauben, dass auf die nächsten 3 Monate der Markt nach oben geht. Das ist übrigens eine wesentliche Aufhellung der Stimmung, denn wir waren wesentlich niedriger nach dem zweiten Quartal 2019. Da war die Stimmung, gerade was das Sentiment für Aktien in Europa betrifft, wesentlich schlechter. Da war man nur bei 17%. Also von daher denken wahrscheinlich viele oder ein Drittel der Anleger, dass die größten Korrekturen schon gesehen wurden, dass von jetzt aus mehr oder weniger positive Stimmung wieder herrscht. Wo wir den größten Aderlass gesehen haben, waren bei den neutralen Marktteilnehmern. Da ist es von 57% runter auf 36. Das heißt, man hat sich jetzt in die ein oder andere Richtung mehr positioniert. Interessanterweise mehr in Richtung derer, die sagen, im nächsten Quartal geht es nach unten. Hier haben wir das schlechteste Stimmungsbild, seitdem wir dieses Barometer letztendlich erfassen. Das seit 2011. Wir haben 33% der Befragten glauben, in den nächsten 3 Monaten geht es nach unten. Vorher waren es nur 16%. Das widerspricht natürlich ein bisschen dem, was wir gerade heute an der Börse sehen. Aber bei den extremen Volatilitäten, bei den Schwankungen, die wir momentan sehen, sind ja 5% hoch oder runter gar nichts. Von daher mal abwarten, was die nächsten 3 Monate geschieht. Wenn wir jetzt mal schauen, wie stark ist denn der Anteil der Pessimisten gegenüber dem vierten Quartal angestiegen? Und was heißt das so für den Fortgang des Jahres? Schlagen sich da wieder mehr Optimisten, so wenn man Richtung Sommer guckt, auf die Optimistenseite? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, der Anteil der Pessimisten hat sich ja verdoppelt. Das ist aber vollkommen klar. Ich meine, die wirtschaftliche Gesamtsituation ist ja schon ein bisschen unvorhersehbar momentan. Niemand weiß, wie lange der Shutdown dauert. Wann werden wieder die Geschäfte öffnen? Wie schaut es mit Produktionsketten aus? Wie schaut es mit Zulieferern aus? Wir haben in ganz, ganz vielen Segmenten Kurzarbeit. Es war, glaube ich, noch nie so schwer vorherzusehen, wie sich denn die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in den nächsten Quartalen zeigt. Es gibt ja auch unterschiedliche Aussagen von den Analysten. Manche sagen, wir gehen in eine sehr, sehr starke Rezession, die stärkste seit 2008. Andere sagen, wir haben natürlich momentan Produktionsstopp, aber das wird sich wesentlich schneller erholen, als man denkt. Es ist momentan für Anleger sehr, sehr schwer zu sagen, wo die Richtung hingeht. Und ich glaube, das ist halt im Barometer mehr oder weniger perfekt dargestellt. Ein Drittel sagt, es geht hoch, ein Drittel sagt, es geht runter, ein Drittel sagt, es geht seitwärts. Es ist schwer momentan und das ist reflektiert. Auf die 12-Monats-Sicht sind natürlich viel mehr
optimistisch. Auf 12 Monate glauben 44%, dass der Markt wieder steigen wird. Glaube ich, reflektiert auch ein bisschen das, was die Analysten sagen. Es wird kurzfristig nach unten gehen, aber der Ausblick ist doch dann wieder positiv. Also Zukunftsoptimismus für den Jahresverlauf. Wenn wir uns jetzt mal Aktien USA anschauen auf der dritten Tafel, dann sehen wir da, es ist eine ähnliche Stimmungsabfolge wie für Aktien Europa. Da ticken die Investoren sehr ähnlich. Liegt das daran, dass die Corona-Krise in den USA und damit auch an den Börsen in den USA zeitverzögerter zugeschlagen hat? Oder traut man eigentlich der amerikanischen Wirtschaft, den amerikanischen Börsen einfach mehr zu? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, für das nächste Quartal sind ja auch 35% negativ. Das sind 50% mehr, über 50% mehr als noch im vierten Quartal. USA wird schwer vorauszusehen sein, denn wie Sie sagen, wir haben hier in Europa oder auch in Asien einen Vorlauf und die Krisen USA beginnt gerade erst. Aber auch hier eine Dreiteilung der Stimmung. Ich glaube, es wird schwer sein, bevor wir nicht erste Wirtschaftsdaten sehen. Klar, wir haben die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslose schon gesehen. Das war eine unglaublich starke Steigung im Vergleich zum Vormonat. Von daher muss man schon gucken, wie sich das in den USA entwickelt. Und diese Uneinigkeit lässt sich halt im Barometer ableiten, definitiv. Wenn man jetzt mal auf den nächsten Chart guckt, auf den Zinsmarkt, dann fühlt man sich ins Jahr 2017 zurückversetzt. Da waren die Werte ähnlich. Anstieg der Zinsen, ernsthaft? Wo bleibt da der Realitätssinn? Wie passt das zum aktuellen Umfeld? Oder ist es das Thema, was wir schon öfters mal hatten? Der Abfragezeitraum begann ja Mitte März, dass da zwischen Europa und den USA nicht so richtig unterschieden wird? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt. Ich kann es, glaube ich, ein bisschen herleiten, aber ich kann natürlich nicht wissen, was die einzelnen Befragten bewogen hatte, solche Antworten zu geben. Doch man hat gerade zu Beginn sehr oft gelesen von Marktteilnehmern, von Analysten, dass jetzt ein sehr, sehr hoher Kapitalbedarf von Seiten auch der Staatshaushalte da ist und dass die Käufer solcher Anleihen nicht bereit sind, zu negativ oder noch stärker negativen Zinsen diese Anleihen am Ende des Tages auch zu zeichnen. Das heißt, es gingen doch der eine oder andere davon aus, dass diejenigen, die Anleihen begeben, sprich in dem Fall die Staaten, die Zinsen leicht anheben müssten, um hier auch eine Attraktivität zu zeigen für die Anleger, dass die Anleihen auch dann abgenommen werden. Das könnte eine Begründung sein. Das muss es nicht sein, aber vielleicht hat es den Zusammenhang. Wie gesagt, ich kenne ja nicht die Motivation der einzelnen Teilnehmer an der Umfrage, warum sie welches Kreuzchen setzen, aber das würde vielleicht da eine Begründung sein können. Schauen wir auf den Ölmarkt. 2019 war da schon die Stimmung ja in den Keller gegangen. Nun haben wir gesehen, dass die Ölpreise im ersten Quartal 2/3 an Wert eingebüßt haben. Wie schlägt sich das auf die Stimmung im Barometer kurz- und mittelfristig jetzt wieder? Nun, die Stimmung der Anleger im Rohölbereich ist extrem positiv. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir einen so starken Rückfall hatten, wie wir ihn selten zuvor gesehen haben. Wir haben ja ganz kurzfristig sogar Niveaus gesehen, die wir das letzte Mal Anfang der 2000er hatten. Sprich, dieser extrem starke Rückgang wird gerade von denjenigen, die traden wollen, genutzt und demzufolge ist es auch sehr positiv. Wir sind im vierten Quartal hatten wir 27% Optimisten, jetzt nach dem ersten Quartal hat man 59% Optimisten. Ich glaube, man denkt einfach, dass sich der Markt erholen muss, nachdem er so einen starken Rückgang gesehen hat. Jetzt könnte man sagen, es muss sich gar nichts erholen, aber die Hoffnung vieler Anleger wird wahrscheinlich hier die Motivation dahinter sein, dass man glaubt, dass dauerhaft ein so niedriger Ölpreis bei keinem der Marktteilnehmer, der Anbieter von Interesse sein kann und dass sich eine Einigung eventuell abzeichnet.
Die Erholung kam aber jetzt so fast mit dem neuen Quartal aufs Datum genau. Aber die Befragung endete ja genau Ende März. Das heißt, da hatten die Befragten quasi so einen richtigen Riecher, basierend worauf? Nun, basierend darauf, dass natürlich hier der Rückgang vorher da war. Wie gesagt, das kann ja alles zeitverzögert sein. Manchmal haben wir auch die Befragung ein bisschen später, als irgendwas passiert ist. Aber hier den starken Kursverfall, den haben wir gesehen, den größten Teil davon. Da muss es ja nicht immer die letzten 2, 3, 4% sein, sondern die Tendenz, die wir im Ölmarkt gesehen haben, diese sehr, sehr starke Konsolidierung, die Korrektur von den Höchstständen, die hat ganz sicher den einen oder anderen motiviert, an eine zumindest mal eine zeitweise Korrektur des Ölpreises zu glauben. Schauen wir auf Gold. Noch nie gab es so wenige Optimisten. Ist da die Krisenwährung selbst in der Krise oder schlägt sich das Erwartungspotenzial zumindest positiver auf mittelfristige Sicht durch? Nun, bei Gold haben wir ja den größten Teil der, ich sag mal, Indifferenten. Wir sind von 53% auf 63% gegangen bei denjenigen, die glauben, dass Gold seitwärts tendiert. Die Optimisten sind nicht mehr ganz so stark. Die sind von 39 auf 24% runter. Das hat ganz sicher damit zu tun, dass das Gold ja temporär gestiegen ist, aber dann, als es mal richtig turbulent wurde, der Goldpreis auch nicht mehr weiter zulegen konnte. Mittelfristig auf 12 Monate haben wir den größten Teil bei den Optimisten. Da glauben 48%, dass Gold weiter sich festigen wird. Die Motivation dahinter kenne ich nicht, aber zumindest ist das Abstimmungsergebnis. Jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel. Folgen die Anleger mit ihrem Investmentverhalten denn den eigenen Prognosen? Und schauen wir zunächst auf die Aktien. Wollen Anleger mehr Aktien kaufen derzeit als in Q4? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ja, das wollen sie. Ausrufezeichen. Es ist fast 50% mehr als in Q4. Wir hatten 25% Ende des letzten Quartals und jetzt gute 40%. Die Aktien kaufen wollen auf die nächsten 3 Monate oder länger. Schauen wir noch auf Öl und Gold. Erstmal Öl. Ähnliches Bild wie bei Aktien. Ist das auch so ein bisschen Konjunkturoptimismus, der sich da niederschlägt? Oder ist es einfach gerade günstig genug? Oder ist es so ein Tradingmarkt oder von allem etwas? Ich glaube, Öl ist kein Anlegermarkt. Öl ist ein Tradermarkt. Von daher passt es eigentlich auch. Zuvor waren es 30% der Optimisten, jetzt sind es 48%. Das hat definitiv damit zu tun, dass, glaube ich, mehr an eine Korrektur bzw. ein Wiederaufleben nach der scharfen Korrektur, die wir im Ölmarkt gesehen haben, ist. Wie gesagt, das ist ein Tradermarkt. Öl ist kein klassisches Investmentprodukt. Und noch eine letzte Frage. Gold, ja, die Krisenwährung, die in der Krise ist. Ist es den Leuten jetzt einfach zu teuer geworden oder ist einfach der Optimismus, wir sprachen ja eingangs, Aktienpessimismus auf mittlere Sicht deutlich größer als aktuell? Ist das einfach so, was man denkt, naja, dann ist Gold nicht mehr unbedingt vonnöten? Das weiß ich nicht, aber wie gesagt, Gold reflektiert genau das, was wir vorgesehen haben. Es sind nicht mehr so viele Optimisten unterwegs. Das heißt, es wird auch weniger gekauft in Gold. Es sind nur noch 37%, die sagen, momentan würden sie Gold kaufen. Die meisten sind zurückhaltend. Über 53% haben eine abwartende Haltung, wenn es um Investitionen in den Goldmarkt geht. Okay. Dann schauen wir mal, wie das nächste Barometer ausfällt. Dirk Hess, vielen Dank. Sehr gerne, Maja. Ja, noch nie gab es diese Dreiteilung in der jüngeren Geschichte des Citigroup Investment Barometers, dass nahezu wirklich ein Drittel glaubt, Aktienkurse steigen, fallen oder werden gehalten. Auf kurze Sicht positiv schlägt zu Buche, dass auf mittlere Sicht, auf 12 Monate, doch die Mehrheit wieder an steigende Aktienkurse glaubt. Gold ist derzeit erstmal raus, aber auch die Ölpreise, da glauben viele Investoren an eine Erholung. Also die Stimmung unter den Investoren gar nicht so schlecht.